Der Tunnel ist fertig und den habe ich mitgebaut. Man hat manchmal knifflige Sachen, wo man am liebsten aussteigen würde und sich auch dahinter stellen würde, wo die alle zugucken. Die sind dann schon immer wieder faszinierend, was die da noch mehr schaffen. Es gibt schon Zeitdruck, weil schon die ersten Baustellen terminlich festgelegt sind. Ich wollte immer was bewegen und hier bewegt sich auf dieser Baustelle wirklich viel. Arbeit unter Hochdruck in Niedersachsen. Südöstlich von Hannover sind 4,5 Kilometer Gleis komplett gesperrt. Auf der Trasse zwischen Harsum und Hildesheim müssen die Gleise komplett umgebaut werden. Komplett Umbau bedeutet, neben den Schienen werden auch die darunterliegenden Schwellen ausgetauscht. Dafür haben die Gleisbauer nur knapp 2 Wochen Zeit, denn dann sollen hier schon wieder Züge rollen. Gut, dass die Eisenbahner dafür eine riesige Arbeitsmaschine dabei haben. Einen Gleisschnellumbauzug vom Typ Zoom 315. Bauleiter Bart Galinski weiß, dass die Zeit trotzdem drängt. Stress ist immer, also gehört dazu, sage ich mal. Ne? Zeitdruck ist immer da. Wir wollen auch immer pünktlich in Betrieb gehen, deswegen wir müssen uns Gas geben, sodass wir das quasi pünktlich in Betrieb gehen können und die Züge wieder fahren können. Das war jetzt gerade Wands an Lager. Das macht die Maschine selber, wenn alle quasi auf sich aufpassen sollen. Ne? Da sind Knöpfe, die kann man mal drücken, wenn sich jemand wenn jemand gefährdet ist, kann man den Knopf einfach drücken und dann sollen alle quasi auf sich nehmen, was die jetzt gerade machen. Ne? Nicht, dass zum Beispiel der Kran von hinten kommt, man sieht ihn nicht, dann kann man diesen Knopf drücken und dann, okay, muss ich den Abstand nehmen. Da sollte man besser nicht seine Finger dazwischen bekommen. Denn der Portalkran wiegt 20 Tonnen und braust mit 20 Kilometern pro Stunde vorbei. Der Gleisbauzug führt Transportwagen für die Schwellen mit sich. Inklusive der Transportwagen kommt der Zoom 315 auf eine Gesamtlänge von knapp 500 Metern. 180 Schwellen führt jeder Wagen mit sich. Wir befinden uns jetzt gerade beim Maschinenanfang. Ab hier bis zu hinten hat der Zoom ca. 120 Meter. Hier hinten, hinter uns, da sind sogenannte SMPS-Wagen. Auf die Wagen liegen die Neuschwellen. Und hier werden auch die Altschwellen transportiert. Mit diesem Portalkran, der hinter uns jetzt gerade fährt. Unermüdlich bewegt sich das Ungetüm mit einer Geschwindigkeit von 350 Metern pro Stunde voran. Schaffen die Gleisbauer heute ihr Pensum? In Königsborn bei Magdeburg trifft Tradition auf Moderne. Seit den 1960er Jahren kamen Züge der DDR-Reichsbahn für Ausbesserungen hierher. Seit der Wende hält die Deutsche Bahn ihre modernsten Schienenfahrzeuge auf dem Gelände des ehemaligen VEB in Schuss. Einmal im Jahr kommt der Zoom 315 zur Winterwartung in die Bahnwerkstatt. 33 Mitarbeiter kümmern sich einen Monat lang allein um das 760 PS starke Kraftpaket. In der Werkstatt zerlegen die Männer den Zug in seine Einzelteile für gründliche Instandsetzungsmaßnahmen. Die Bauteile verschleißen schnell. Denn der Zug ist das ganze Jahr über im Einsatz. Jedes einzelne Aggregat wird genau unter die Lupe genommen. Die Gleisbauer pflegen ihren Zug dabei selbst. Viele Macken fallen den Eisenbahnern schon draußen im Einsatz während der Arbeit mit der Maschine auf. Einmal im Jahr haben sie die Möglichkeit, ihr Arbeitsgerät in aller Ruhe auf Vordermann zu bringen. Das ist ein Hauptaggregat der Maschine. Damit werden die Schwellen ein kleines Stück rübergeschoben, um sie in der Maschine weiter zu transportieren. Ja, die Schwellen kommen auf der Maschinenlinken Seite bis zur Mitte gefahren und werden dann auf die rechte Seite rübergeschoben und werden dann weiter transportiert. Auspendeln lassen. Jetzt ist Vorsicht geboten, denn das Aggregat könnte die umherstehenden Maschinen beschädigen.
Teil wurde ausgebaut an seinem Arbeitsort und muss überarbeitet werden, ist verschlissen. Ja, wird revisioniert, Teile erneuert, geschweißt und danach kommt es wieder rein. Bauleiter Martin Heine weiß genau, was sein Gleisumbauzug alles aushalten muss. 94 Kilometer Gleise umgebaut und gleichzeitig auch Schienen gewechselt. Und aus diesem Grund, weil er halt auch mit dieser Leistung das Jahr gefahren ist, wird er jetzt hier in Königsborn Zentralwerkstatt der Bahnbaugruppe gewartet und repariert. Werden diverse Baugruppen ausgetauscht und halt weitere Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Der Zoom 315, auch Büffel genannt, besticht vor allem durch seine Leistungsfähigkeit. Mit seiner Hilfe können 20 Menschen 2,5 Kilometer Gleise an einem Tag verlegen. Für denselben Job wurden früher etwa 100 Gleisbauarbeiter benötigt. Bob Schwertfeger kontrolliert die Fahrgeschwindigkeit des Gleisumbauzugs und bedient zudem den Aufnehmer, mit dem die Altschwellen aus dem Gleisbett gehoben werden. Also das ist eigentlich ganz einfach. Hier hat man den Fahrgeber, hier hat man die direkte Bremse, die praktisch nur die Maschine bremst. Ja, das ist die direkte Bremse. Fahrstopp lösen, das heißt, wenn jemand draußen den blauen Fahrstopp gedrückt hat und den wieder rausgenommen hat, dann muss ich praktisch diesen Fahrstopp quittieren, damit die Maschine wieder weiterfährt. Ja, dann habe ich hier den grünen Knopf, das heißt, wenn ich den grünen drücke, geht meine Anlage auf Start. Das ist eine halbautomatische Anlage. Das ist hier mein Aufnahmehaken, womit ich praktisch die Schwellen aus dem Altschotter hochreiße. So, dann geht das hier weiter. Dann habe ich hier die Schwellentransportbänder. Normalerweise laufen die alle automatisch. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwo meine Schwelle so halb runtergerutscht ist oder sage ich mal, irgendwelche anderen Sachen passieren, gehe ich auf meine Anlage auf Stopp. Und dann bekomme ich Kommando von draußen. Das heißt, ich muss dann vielleicht einzelne Bänder bewegen. Das mache ich dann mit diesen Knöpfen hier, beziehungsweise mit diesen Button. Also angestrebt ist eigentlich, wir fahren immer so schnell, wie es geht. Aber so schnell, dass alle Gewerke hinterherkommen. Wenn die Kollegen nicht hinterherkommen, dann muss man halt ein bisschen langsamer fahren, damit die Kollegen das schaffen. Oder zum Beispiel, der Verleger kommt nicht schnell genug hinterher oder der Portalkran kriegt die Schwellen nicht schnell genug rangefahren. Da muss man halt auch ein bisschen langsamer fahren oder halt auch ein bisschen schneller, wenn es dann halt alles läuft. Bevor der Zoom 315 neue Schienen verlegen kann, muss er die alten Holzschwellen entfernen. Die nimmt er mit seinen mächtigen Armen auf, die an Büffelhörner erinnern. Daher hat er seinen Spitznamen, Büffel. Zuvor müssen noch letzte Schrauben entfernt werden. Also die Kollegen, die jetzt gerade hier sich befinden, die sammeln quasi, wie Sie jetzt gerade sehen, jede 20. Schraube an der Schwelle musste quasi entlassen werden, dafür, dass der Umbauzug nicht ausgleicht. Und jetzt die Kollegen, die beiden jetzt, die sich gerade sich befinden, die müssen diese Schrauben jetzt lösen, dafür, dass die Schwellen danach umgebaut werden. Dieses Schritt, das ist der quasi letzte nicht vollautomatisierte Schritt, der durch den Maschinenbediener quasi durchgeführt werden muss. Die Holzschwellen haben ausgedehnt. Die alten Schienen werden nach außen gedrückt, damit sich das Aufnehmeraggregat die Schwellen rausgreifen kann. Das Gerät wird hydraulisch betrieben. Die alten Schwellen werden ausgebaut, die werden auf den Vorderband gelegt und mit der Vorderband gehen die quasi nach oben. Pro Stunde werden so rund 400 Holzblöcke abtransportiert. Von da werden die mit dem Portalkran transportiert zu den SMPS-Wagen, wo die quasi abgelegt werden. Die Besatzung besteht aus 20 Mitarbeitern. Die werden hier benötigt, um die Maschine zu bewachen. Aber eigentlich, die Arbeit als solche leistet die Maschine und die Leute sind hier, um die Maschine zu bewachen. Die Gleisbauer stehen über Funk miteinander in Kontakt. So kann der Aufnehmerfahrer die Maschine sofort stoppen, wenn es irgendwo hakt.
In der Werkshalle von Königsborn bei Magdeburg können die Wartungsarbeiten wetterunabhängig geführt werden. Der Ausbau der Geräte läuft wie am Schnürchen. In der Mitte des Zuges wurde bereits das Aufnehmeraggregat demontiert. Markus Matzke und Chris Schmidt kümmern sich nun um die Kleinteile. Das ist von diesem Aufnehmeraggregat, was die alten Schwellen quasi ausbaut, ist das einer von der Arbeitsstellung. Also quasi das Aggregat muss man dann beim Arbeiten runterlassen und bei der Fahrt, beim Übersetzen, wird das wieder hochgenommen, damit es nicht im Profil ist. Die beiden Gleisbauer entfernen einen Hydraulikzylinder, über den das Aggregat hoch und runter gefahren wird. Zuerst die Hydraulikanschlüsse kommen abgeschraubt. Ja. Dann werden die Schläuche blind gemacht und danach nehmen wir hier den Bolzen, schlagen wir raus, dass wir den Zylinder rausheben können. Der Aufnehmer gehört zu den am stärksten beanspruchten Bauteilen im Gleisbauzug. Eine Betonschwelle wiegt durchschnittlich 300 Kilo. Die inneren Bauteile da, die verschleißen ja auch so nach und nach. Und das muss dann halt jährlich überprüft werden, weil wenn uns das auf Baustelle passiert und der undicht ist, dann müssen wir es auf Baustelle machen. Und da wird es wesentlich schwieriger, den zu wechseln halt, ja. Im Jahr hebt das Aggregat rund 155.000 Schwellen aus dem Gleisbett. Das geht auch an den Hydraulikzylindern nicht spurlos vorüber, die selbst äußerst massiv und schwer gebaut sind. So eine Büffelwartung ist deshalb nichts für Schwächlinge. Markus, ich bring dir mal eine Hydraulikwerkstatt, ja? Jo. In den Seitenschiffen der Werkhalle befinden sich kleine Werkstatträume, in denen Einzelteile repariert oder neu angefertigt werden. Hannes Bröse arbeitet in der Hydraulikwerkstatt und bringt die ausgebauten Zylinder wieder auf Vordermann. So, jetzt haben wir einen doppelten Hydraulikzylinder. Er arbeitet auf beiden Seiten, hat wieder zwei Kammern, zwei Kolbenstangen und ist halt dafür da, dass wenn man mehrere Sachen hat, also von der einen Seite was bewegen will, von der anderen Seite was bewegen will. Ein- und ausfahren. Ja. Sämtliche Aggregate im Zoom 315 werden hydraulisch betrieben. Für Hannes Bröse gehört die Reparatur von Zylindern daher zum Arbeitsalltag. Am Anfang muss man mal erstmal kontrollieren, dass noch Öl drauf ist. Dass man irgendwo eine Ölwanne oder irgendwas drunter hat, um das Öl abzulassen. Zunächst muss Bröse an die Kolbenstange kommen, die sich im Inneren des Zylinders befindet. Gar nicht so leicht, nachdem das Gerät ein Jahr lang draußen im Einsatz war. Die Zylinder haben alle so ihren Verschluss. Der gelernte Mechatroniker weiß, wo bei den Kolben meistens der Schuh drückt. Also im Prinzip tauscht man jetzt nur die Dichtung und überprüft die Kolbenstange auf jeweils auf Risse oder Einrisse. Die wollen wir dann austauschen, da haben wir Tauschsätze für. Und dann hat man hier drinnen, wie man jetzt hier sieht, nochmal hier diese Ohrringdichtung. Und hier. Ja. Wo er dann an der Fläche abdichtet. Und innen drinnen natürlich an der Kolbenstange. Das wären dann diese Dichtung. Nun muss Bröse noch die Kolbenstange vom Gelenkkopf trennen. Doch der ist widerspenstig, denn das Gewinde ist festgegammelt. Der muskulöse Hydrauliker greift nun zu rabiateren Methoden. Ja, jetzt muss ich ein bisschen warm machen, damit der Kleber, der sich an der Verschraubung ist, löst und man den abbricht, den Flansch. Der Gelenkkopf muss ab, denn darunter befinden sich die Dichtpakete, die der Mechatroniker tauschen muss. Es hilft nichts. Der Kolben wehrt sich mit Erfolg. Hannes Bröse wägt die Optionen ab. Jetzt hätten wir nochmal die Variante, dass wir den nochmal abkühlen lassen und dann das gleiche nochmal machen. Oder dann wäre noch die Lösung, wenn die Kolbenstange an sich keine Riefen oder irgendwas aufweist, dass man dann den Kopf im Prinzip auftrennt von beiden Seiten, um im Prinzip eins von beiden zu retten, die Kolbenstange oder halt den Gabelkopf. In Niedersachsen bringt der Portalkran emsig nagelneue Stahlbetonschwellen heran. Sie fixieren die Schiene und verteilen die Belastung in den Unterbau. Zuvor hat der Büffel schon das Planum für die Neuschwellen gefräst. Die Neuschwellen werden mit dem Kran auch aufgenommen, über dem Stapel, werden die auf die Vorderwand gelegt. Und dann werden die quasi mit der Maschine
also um 180 Grad gedreht. Dann werden die durch die ganze Maschine transportiert und dann werden die wieder 90 Grad gedreht, sodass sie quasi parallel zum Gleis sind und dann werden die angebaut. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem Mammut, kann der Büffel zwei Schwellen zugleich einbauen. Dabei arbeitet er sehr präzise. Aber auch bei Gleisumbauzügen gilt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Zwischen Mitte von jeder Schwelle muss ein Abstand eingehalten werden von 60 cm. Und das guckt jetzt gerade der Kollege mit diesem Messmittel. Und wenn der Kollege feststellt, dass die Schwellenabstand nicht eingehalten ist, dann müssen die Schwellen von Hand eingerichtet werden. Also dann bricht der Brechstange, wird die Maschine ganz kurz gehalten, sodass er Zeit hat, die Schwellen einzurichten. Und dann wird quasi weitergearbeitet. Der Büffel erleichtert die Arbeit für die Gleisbauer enorm. Die Bahn klagt trotzdem über Nachwuchsprobleme. Am fehlenden Teamwork liegt das sicher nicht. Eher daran, dass der Job äußerst anstrengend ist. Bart Galinski ist sich sicher, die richtige Berufswahl getroffen zu haben. Ich war als Kind, ich wollte immer was bewegen und hier bewegt sich auf dieser Baustelle wirklich viel. Deswegen habe ich jetzt meinen beruflichen Traum auch erfüllt. Bei der Winterwartung wird der Zug in Königsborn auf Herz und Nieren geprüft. Einmal im Jahr schauen sich die Mitarbeiter der Bahnbaugruppe vor allem Hydraulik, Motoren und Bremsen ganz genau an, damit der Büffel möglichst lange durchhält. Immerhin kostet so ein Ungetüm einen zweistelligen Millionenbetrag. Dieser und noch ein weiterer Zoom 315 sind die größten Maschinen der Deutschen Bahn und seit 2010 unablässig im Einsatz. Philipp Hedenius arbeitet bei der Bahnbaugruppe und kümmert sich dabei um die Feinarbeit. Der Mechaniker misst das Profil der Radsätze. Die Werte geben mir so viel Ausschluss, dass das Profil in Ordnung ist. Wir sind in den Toleranzwerten. Die Werte sind aber, also es gibt vorgeschriebene Werte. Ich mache das mittlerweile schon seit 3 Jahren. Messe die ganzen Radsätze von unseren Fahrzeugen einer Bahnbaugruppe. Und ja, da man die Grenzwerte verinnerlicht. Und dann sieht man auf den ersten Blick, ob die Werte in Ordnung sind oder ob hier gegebenenfalls eine Reprofilierung der Lauffläche notwendig ist. Das Profil ist soweit in Ordnung. Fertig ist Hedenius aber erst in etwa 4 Stunden. Immerhin muss er 24 Radsätze sorgfältig checken. Zum Profil müssen wir auch noch das Stichmaß prüfen bei unseren Radsätzen. Dazu haben wir unsere Stichmaßlehre, die wir zwischen den Rädern ansetzen. Und im belasteten Zustand, also immer den untersten Punkt vom Rad, messen wir das AR-Maß. Draußen wird Martin Heine den Rahmen des Aufnehmers begutachten, der bereits komplett auseinandergenommen ist. Der Bauleiter hat Erfahrung und weiß, an welchen Stellen es regelmäßig zwickt. Was haben wir da für Teile? Also wir befinden uns jetzt hier in der Wäsche, die zur Zentralwerkstatt in Königsborn gehört, wo man dann halt kleine Maschinenteile oder komplette Maschinen oder auch größere Baugruppen halt reinigt, bevor sie weiter aufgearbeitet werden oder auf Sichtprüfung dann auf Risse und so weiter kontrolliert werden. Da achtet der Kollege dann hauptsächlich in den Rahmen-Ecken, Rahmenverbindung, Trägerverbindung, Schweißnähte allgemein, Lagersitze, ob dort sich Risse befinden oder auch Farbabplatzungen, die auf Risse hindeuten, zu sehen sind, was dann nochmal nachgearbeitet wird und notfalls geschweißt wird, um dann wieder komplettiert zu werden. Heine wagt ein erstes Fazit. Wenn es dann hier gerissen ist an den Stellen. Ja, ungewaschen, sage ich mal, sehe ich jetzt erstmal nichts. Wie gesagt, da ist ein Schwachpunkt, aber das sieht man halt wirklich nur, wenn er richtig gereinigt ist und dann vielleicht sogar noch beschliffen werden muss. Dann sollte man das schon sehen. Drinnen in der Werkstatt wird derweil der Zug weiter auseinandergenommen.
In knapp einer Woche sollen die ersten großen Teile schon wieder eingebaut werden. Nachschub für Mechaniker Hannes Bröse, der sich um den nächsten Hydraulikzylinder kümmert. Dieser Kolben ist in Ordnung, nur die Dichtungen müssen erneuert werden. Der Hydrauliker braucht dafür ruhige Hände, denn es ist eine wahre Fummelarbeit. Ja, es ist schon eine Übungssache. Also, wie gesagt, desto kleiner die Zylinder werden, desto knubbeliger werden die Dichtungen und dann braucht man schon doch ein bisschen Fingerfertigkeit, zu viel. Und manchmal auch Geduld. Und schon ist das erste fertig. Hannes Bröse arbeitet in der Zentralwerkstatt ausschließlich mit Großgeräten. Der Mechaniker kümmert sich dabei selten um die ganz großen Bauteile des Büffels. Trotzdem bringt der gigantische Arbeitszug den Mechatroniker immer noch zum Staunen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie groß so eine Maschine ist und wie viele kleine Wehwehchen so eine Maschine doch haben kann. Aber dafür sind wir ja da. Also man wächst mit den Maschinen. Und fertig. Der Zylinder kann wieder eingebaut werden. Fast. Also als nächstes wäre jetzt der Schritt dran, dass man den Zylinder nochmal auf Funktion überprüft, um zu gucken, ob er überall dicht ist an den ganzen Blindstoppen. Und wenn das alles gegeben ist, wird wieder das Aggregat abgeklemmt und man macht die Schläuche ab, lässt den Zylinder nochmal leer laufen, damit sich die Kollegen nicht einsauen und dann kann er wieder eingebaut werden. Das Schienennetz der Deutschen Bahn umfasst 35.000 Kilometer. Rumtrödeln können die Eisenbahner deshalb nicht. Es gibt schon Zeitdruck, weil schon die ersten Baustellen terminlich festgelegt sind. Also wir haben dann schon im März und April die ersten Baustellentermine. Und da muss natürlich die Maschine einsatzbereit sein. Die wird nochmal auf einer Probebaustelle erprobt und eingestellt und sollte dann aber irgendwann Ende März einsatzbereit sein, um die vertraglich festgelegten Baustellen noch abzuarbeiten. Eine dieser vertraglich festgelegten Baustellen befindet sich in Niedersachsen. Bei Hildesheim geht ein Team von Schraubensammlern dem Gleisbauzug voran. Die ausgedehnten Schienen müssen von den Altschwellen getrennt werden, damit der Büffel beides wechseln kann. Der Job ist mühsam, gerade bei eisigem Novemberwetter. Gleisbauer müssen in jeder Jahreszeit ran. Der Büffel macht fast alles automatisch, doch diesen Arbeitsschritt kann er noch nicht übernehmen. Die Schrauben sehen wir leider nicht mehr. Dafür ist es zu viel. Viel zu viel Schrauben. Also wenn man überlegt, wenn man ein paar Kilometer Umbau macht, hast du ja keinen Nerv mehr zum Zählen. Nach 4,5 Kilometer Schrauben ziehen dürfte dann auch der Rücken schmerzen. Die Männer legen alle Kleineisenteile in die Mitte des Gleisbetts. Abgeholt wird der Metallschrott von einem weiteren Spezialzug, dem Kleineisensammelwagen KSW 311. Wir haben jetzt 4,5 Kilometer Umbau und Schienenteilung ist jetzt 60 cm. Das ergibt 7.500 Schwellen und pro Schwelle haben wir 4 Schrauben. Das heißt, müssen auf diese Baustelle fast 30.000 Schrauben gelöst werden. Alles, was quasi ausgebaut würde, das, was quasi aus Metall ist, wird in der Mitte gelegt und der Sammler sammelt das alles. Jährlich baut die Bahn rund 1000 Tonnen Kleineisen aus. Der Metallschrott wird sauber recycelt. Die Gleisabnutzung ist auf diesem Streckenabschnitt nicht so hoch wie auf Hauptverkehrsstrecken der Bahn. Gewechselt werden müssen die Gleise dennoch nach spätestens 60 Jahren. Genau, also jede Strecke hat so ein bestimmtes Liegedauer. Diese Liegedauer hier auf dieser Strecke wurde schon erreicht und deswegen ist es für die Bahn wirtschaftlicher, jetzt die komplette Strecke umzubauen, als dann an vorne eine Strecke so eine kleine Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Deswegen wurde die komplette Strecke umgebaut nach fast 50 Jahren eigentlich. Wie man schon sieht, diese Schiene, die wurde schon ein bisschen abgenutzt. Also das hält sich noch alles im Rahmen, also die alle technischen Parameter würden eingehalten. Trotzdem sieht man schon, dass diese Schiene ein bisschen abgenutzt ist. Deswegen sollte die auch getauscht werden.
In Königsborn in Sachsen-Anhalt läuft bei der Winterwartung bislang alles nach Plan. Die ersten Bauteile werden bereits wieder eingebaut. Das wird auch Zeit. Denn in 2 Wochen muss der Zoom 315 wieder einsatzbereit sein. Dann geht es schon wieder auf die Schiene. Währenddessen wird der Büffel erst einmal wieder hübsch gemacht. Marcel Grünwald und seine 2 Kollegen benötigen 10 Tage, um den Zug vom Dreck eines ganzen Jahres zu befreien. Die Fahrzeugreiniger bringen normalerweise Personenzüge auf Vordermann. Die Arbeit am Büffel ist für sie jedes Mal eine ganz besondere Herausforderung. Also meine Aufgabe ist quasi jetzt hier den ganzen Dreck abzusaugen und die ganzen Steine rauszusortieren, damit die Baumaschine wieder flüssiger läuft, also sauberer wird wieder. Quasi den ganzen Dreck von vor einem Jahr saugen wir jetzt hier ab, fegen alles zusammen, sorgen die ganzen Steine raus, damit hier nichts irgendwo verkeilt und dann ja, ist dann wieder sauber, staubfrei. Leider ist es mit ein bisschen Staubsaugen nicht getan. Ist schon eine sehr mühsame Arbeit, also das ist es auf jeden Fall ziemlich anstrengend, weil manche Sachen, die hängen auch richtig hier in den Rillen alles eng fest. Du musst sie ja auch zwischenkrabbeln und hoch und runter. Es ist schon ganz schön Knochengriff. Sand, Schotter, Steine. Grünwald hat an seinem Job mit unterschiedlichen Arten von Dreck zu tun. Eine Sorte mag er überhaupt nicht. Ja, der nasse Dreck quasi noch, wo alles noch ein bisschen feucht ist, der ganze Schlamm und alles. Das ist halt eben, muss man halt wirklich ziemlich dolle bohren und rauskratzen. Hatten wir gestern da oben gehabt. Da war noch alles feucht gewesen. Da haben wir den da mit der Hände und mit Spachtel und Schraubenzieher alles rausgekratzt. So gut wie es ging. Und jetzt müssen wir halt abtrocknen lassen, damit wir es dann morgen oder so absaugen können nochmal. Ist auf jeden Fall eine schöne Arbeit, sag ich mal. Man weiß wenigstens, was man tut. Und ja, also mir macht es persönlich Spaß. Während die Kollegen schrauben und hämmern, wird weiter vorne Dreck ganz anderer Art bekämpft. Lutz Klautsch wechselt die Rußpartikelfilter für den Dieselmotor. Diese Beschichtung, die lässt dann nach und dadurch wird diese Rußabbrenntemperatur, dass der Ruß abbrennen kann, diese Temperatur wird dann nicht mehr erreicht, wenn die Beschichtung beschädigt ist und die würden viel zu schnell zugehen und einen zu hohen Abgasgegendruck erzeugen. Und der Motor kann dann nicht mehr richtig seine volle Leistung bringen. Alle 10.000 bis 12.000 Stunden müssen die Filterkassetten getauscht werden. Besser geht das zu zweit, denn eine Kassette wiegt um die 20 Kilo. Darin sind Dichtmatten wabenartig verbaut, die sich ausdehnen können und so bei jeder Temperatur eine rußundurchlässige Fläche bilden. Ich kann immer einen rumdrehen. Der Eintritt sieht von der Sache her genauso aus. Das ist der Abgaseintritt. Es ist immer so, dass hier, wo so ein Kanal geschlossen ist, der ist auf der anderen Seite offen und umgekehrt. Und dieses Abgas, das tritt in diese Öffnung ein und geht dann seitlich durch diese Wandung. Das ist ein poröses Keramikmaterial, geht das seitlich durch und das ist dann diese Länge, stellt dann auch diese Filterfläche dar. Es ist nicht so wie beim normalen Filter, dass das hier dieser Filter ist, sondern dass das Abgas hier reingeht und dann seitlich durch das Material das Abgas und da dann auch der Ruß zurückgehalten wird. Die nächsten 3000 Stunden arbeiten die Filter wieder wie gewünscht. Dann wird eine gründliche Reinigung fällig. Der Büffel ist eine Sondermaschine und wird nicht in Serie gefertigt. Beschädigungen, die erst in der Werkstatt auffallen, können daher lange Verzögerungen nach sich ziehen. Philipp Hedenius versucht trotzdem immer, perfekt vorbereitet zu sein. Also wir haben für die Maschinen haben wir Ersatzteilkataloge, wir haben auch Fristenpläne, die im Vorfeld über einen längeren Zeitraum, also die Maschinen müssen 6 Wochen vorher, bevor sie zur Instandhaltung kommen, eine Vormeldung abgeben mit benötigten Ersatzteilen, was sind an Defekte da, was müssen wir an Ersatzteilen vorhalten. Und das wird dann im Vorfeld über Arbeitsvorbereiter, Instandhaltungsplaner abgewickelt, in Zusammenarbeit mit der Werkstatt, mit dem zuständigen Meister dann hier vor Ort. Die logistische Planung dann, um einen reibungslosen Ablauf dann zu gewährleisten. Die Neuschwellen werden über ein Förderband auf dem Zugdach transportiert. Bauleiter Martin Heine begutachtet den Fortschritt der Reparatur in 4,80 Meter Höhe.
Also wir befinden uns hier im Bereich der Neuschwellenförderanlage und der Schotterförderanlage, wo weitere Instandsetzungsarbeiten stattfinden. Besonderheit, sage ich mal, ist das Förderband der Schotteranlage, was sehr aufwendig aufgearbeitet werden muss. Also die Lauffähigkeit der sogenannten Tragrollen in den Schotterbändern, in den Schottertransportbändern, wird durch eine Sichtprüfung und einfach ein Probieren der Lauffähigkeit nachgewiesen. Die Kollegen drehen dann einfach die Rolle, gucken nach dem Spiel vom Lager, und sollte sich die Rolle schwer drehen oder gar nicht mehr drehen oder halt man merkt, dass das Lager kaputt ist, defekt ist, wird die Rolle ausgebaut und es kommt eine neue Rolle. Eisenbahner brauchen handwerkliches Geschick, um ein Ersatzteil auch mal schnell selbst herzustellen. Maschinist Bob Schwertfeger fertigt neue Buchsen für das Aufnehmeaggregat an. So, ich ruppe jetzt praktisch die Buchsen vor, bringe die grob auf Maß. Dann spanne ich um und drehe die praktisch fertig. Die Buchsen werden im Aufnehmer verbaut und dienen als Gleitlager für die Wellen im Gerät. Im ersten Arbeitsgang bereitet Schwertfeger die Lagerungen für den späteren Feinschliff vor. Im Vergleich zum grobmotorischen Schwellenwechsel ist diese Aufgabe wesentlich feiner. Das Millimeter. Und nachher beim Fertigdrehen geht es dann um Hundertstel. Die Drehbank ist nur einer von vielen Arbeitsorten für Bob Schwertfeger. Hobeln, Fräsen oder Bohren muss der Maschinist ebenso können. Diese Fertigkeiten hat sich Schwertfeger während der Tätigkeit als Gleisbauer angeeignet. Schludern darf er nicht. Das Maß für die Buchsen ist exakt vorgegeben. Dieses Maß hier drin muss original 60 sein. Und jetzt haben wir 61 bis 62 mm. Hat also praktisch ein Spiel von 1 bis 2 mm. Und dadurch klappert das ganze Aggregat. Ja? Und dadurch werden die regelmäßig getauscht, einmal im Jahr. Gleich 6 Buchsen fertigt Schwertfeger auf einmal. Eintönig findet der Maschinist seinen Job aber nicht. Der ist garantiert nicht monoton, weil man da wechselnde Teile hat. Das fängt ja an beim Ausbauen, das fängt an geht weiter beim Sauermachen, geht weiter beim Ausmessen, geht weiter beim Teile zuschneiden, Teile anfertigen, Teile einbauen, ja, Teile zusammenbauen. Ja. Also das ist schon ziemlich abwechslungsreich und interessant. Bei Hildesheim wird ein Zwei-Wege-Bagger eingegleist. Die Maschine kann auf Straßen und auf Schienen fahren und kümmert sich um das Feintuning der neuen Schiene. Die Tragelemente wurden in 120 Meter langen Abschnitten angeliefert. Die 157 PS des Baggers werden benötigt, denn jede Schiene wiegt 60 Kilogramm pro laufendem Meter. Präzision ist auch beim Handling der Stahlbauteile wichtig. Wir haben die im Vorfeld abgeladen. Bei den Abladungen könnte dazu kommen, dass sie um ein paar Zentimeter versetzt werden müssen. Und deswegen werden die Schienen mit Zwei-Wege-Bagger jetzt angepasst. Die Schienen werden miteinander gelascht. Diese Lücke zwischen den beiden Schienen darf auch nicht so riesengroß sein. Die eine Lasche hat ungefähr 60 cm. Diese Lücke zwischen beiden Schienen darf jetzt nicht größer sein als 20, 40 cm so ungefähr. Weil sonst hält die Lasche die Schienen nicht zusammen. Dabei handelt es sich nur um eine provisorische Befestigung. Wenn der Büffel seine Arbeit erledigt hat, werden die Schienen miteinander verschweißt. Das Provisorium muss stabil sein, denn die Konstruktion muss die 450 Tonnen Gewicht des Gleisbauzugs tragen. Damit der Büffel die neuen Schienen verlegen kann, legt er zunächst die alten Schienen am Gleisrand ab. Mit einer Rolle führt der Büffel die ausgediente Schiene nach außen und gleichzeitig das Wechselteil nach innen. Hier eigentlich, ich würde dahin gehen und das ist diese Stelle. No. So. So, und an dieser Stelle, das ist die alte Schiene, das ist die neue Schiene. Und an dieser Stelle, wenn die quasi überfallet mit diesen Rollen, also heißt die alte Schiene, die drinnen war, die kommt quasi raus und wird bei der Maschine vorbeigeführt. Und die neue Schiene wird überfallet und wird da an dieser Stelle an neue Schwellen angesetzt. Die Spurweite muss später noch einmal von Menschenhand kontrolliert werden.
Denn die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung schreibt einen maximalen Toleranzbereich von 40 mm vor. Der hintere Teil des Zuges fährt schon auf den neuen Schienen. Die kreuzen sich und dann die alte Schiene ist draußen, sodass sie quasi bereit ist, um die zu verkleiden und dann zu entsorgen. Und die neue Schiene ist schon dann auf die Straße. Der Büffel gehört schon zur dritten Generation von Gleisumbauzügen. Von 30 Jahre gab es schon Umbauzüge, aber die waren auch nicht so sag ich mal, weit automatisiert wie heutzutage. Eigentlich die Entwicklungsrichtung geht noch weiter. Also dann sollen quasi, glaube ich, die Umbauzüge der Zukunft noch mal automatisiert werden, sodass da noch weniger Leute benötigt werden, um diese Maschine zu bewachen, kontrollieren und auch steuern. Als letztes schüttet der Büffel das Gleis wieder mit neuem Schotter zu, dem ein Teil des alten Schotters beigemischt wird. Das Gestein macht das Gleisbett elastisch und nimmt Kräfte aus dem Gleis auf. Das Gleis ist damit fast fertig. Hier sieht man quasi diese Befestigungsmittel, die sind noch los, also die Klammen sind noch nicht verspannt. Da kommt jetzt hinterher kommt so eine Montagekolonne, die Schraube wird quasi gelöst. Diese Spannklammer wird quasi an Schiene rangesetzt und dann wird diese Klammer wird wieder festgemacht, sodass sie quasi die Schiene wirklich mit Schwelle verbunden ist. Danach kommt eine Stoffmaschine und die Stoffmaschine wird quasi den Schotter verdichten. Und danach werden noch die Schienen geschweißt und wird hier ein Spannungsausgleich gemacht. Ein Spannungsausgleich ist notwendig, weil sich die Schienen im Sommer ausdehnen. Die Stahlbetonschwellen nehmen weitere Spannungen auf und leiten sie in den Untergrund. Das passiert hier erst in anderthalb Wochen. Heute haben die Gleisbauer ihr Soll erstmal erfüllt. Der Zoom 315 ist so lang, dass die 50 Jahre alte Werkshalle in Königsborn mit 90 Metern zu kurz für den gigantischen Umbauzug ist. Knapp 20 Meter des Büffels stehen deshalb außerhalb der Werkstatt. Seine Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde erreicht der Büffel nur, wenn er gerade nicht arbeitet. Für seine Größe und Komplexität ist der Wartungsaufwand relativ überschaubar. Gleisbauer Chris Schmidt kümmert sich um ein Gerät, das besonders viel aushalten muss und deshalb regelmäßig gründlich gewartet wird. Es geht um die Schrapperkette von der Maschine. Also die macht den Schotteraushub und da werden die Zähne von der Kette festgeschweißt, halt, dass sie nicht rausrutschen, wie auch immer, dass sie halt befestigt sind. Und die werden halt festgeschweißt, jedenfalls der Ring hinten, dass die nicht rausrutschen können während des Arbeitens. Die Zähne graben sich durch das Schotterbett und nehmen die Steine auf. Die alten Steine sind abgerundet, weshalb sie nicht mehr verkanten und somit schlechter zusammenhalten. Schmidt und seine Kollegen tauschen pro Jahr mehr als 300.000 Tonnen Schotter aus. Kein Wunder, dass die Kette das nicht ewig mitmacht. Kommt immer auf den Zustand auf der Kette drauf an und wie viel Kilometer wir gemacht haben halt so im Jahr von der Leistung her, wie viel der Verschleiß halt ist. Danach richtet sich das alles. Die Schwachstelle der Kette sind die Zähne. Stumpf und abgerundet oder vielleicht auch welche abgebrochen oder so. Kann alles möglich sein. Die Kette ist eine Neuanfertigung. Dieses Mal war der Verschleiß eben ein bisschen höher. Mit der Kette, die bleibt erstmal so in den Gliederabständen so drin. Und dann wird es so später halt zusammengesetzt und den Kettenkasten eingeführt und hochgezogen, sodass sie dann später arbeitsbereit sind, wenn es dann drauf ankommt. Chris Schmidt ist an dieser Stelle erstmal fertig. Die Kette wartet auf ihren Einbau in die Maschine. Das
Angehende Gleisbauer machen zunächst eine 2-jährige Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter, bevor sie ein Jahr lang ihre Kenntnisse im Gleisbau vertiefen. Die Männer kennen die Geräte, mit denen sie arbeiten, ganz genau und wissen, an welchen Stellen Probleme auftreten. Die Reparatur der entsprechenden Teile übernehmen sie daher selbst. Auch Bauleiter Martin Heine fasst mit an. Kollege Rumpel, komm, wir setzen mal den Hofer an. Letzter Feinschliff an einem Gerät, das schon wieder für den Einbau bereitsteht. Das Maschinenteil wurde umfassend aufgearbeitet. Wir befinden uns hier an dem einen der Hauptaggregate. Das heißt, das ist der Aufnehmer. Der bekommt jetzt den zweiten Öldruckdämpfer eingebaut. Das komplette Aggregat, den hier, ja, okay, ja, wurde vorher noch mal hydraulisch überholt, der Rahmen auf Risse kontrolliert. Des Weiteren, nachdem Risse gefunden wurden, wurde er geschweißt, Farbgebung, und dann wieder zusammengebaut, ausgebuchst. Ausgebuchst, das heißt, er hat neue Buchsen bekommen, die hier in der Dreherei gefertigt wurden. Und neue Säulen, ja, das sind die Säulen, die neu sind, die beiden. Und hier hinter der Halbschale befinden sich die Buchsen. Einmal hier hinter, einmal dahinter. Fest? Gut. Na dann. Am Zugende können die Gleisbauer ein großes Bauteil schon wieder einbauen. Einen Hubtisch. Ich glaube, der hat sich vorhin ein bisschen gelöst. Mal gucken, ob er gerade hängt. Die Männer haben auf diesen Moment hingearbeitet. Nicht nur für Bauleiter Martin Heine ist dieser Augenblick aufregend. Denn die Frage ist, wird das Teil passen? Ja, ist schon wichtig, dass das passt, ne? Weil man sonst die Arbeit ja doppelt macht. Und wie gesagt, es wird zwar noch mal ausprobiert, auch unter Baustellenbedingungen, sage ich mal, aber es ist schon wichtig und auch immer für die Kollegen dann ein schönes Erlebnis, wenn es halt gleich passt. Wenn du halt oben bist mit dem Teil, ist ja unser größtes Baugruppenteil und das passt, ist dann schon ein Erfolgserlebnis. Zuerst müssen die Gleisbauer das Bauteil sicher nach oben bekommen. Ja, es gehört schon dazu, dass das Teil sicher hängt. Und in dem Fall auch gerade hängt, umso einfacher ist dann der Anbau. Und vor allen Dingen, dass es nirgendwo gegenschlägt und vielleicht noch gleich Schaden verursacht. Ne? Auf dem Zugdach geht die Arbeit erst richtig los. Beim Wiedereinbau ist noch viel mehr Fingerspitzengefühl notwendig. Also nachdem der sogenannte Einziehhaken dann unten erstmal komplett montiert ist, in dem Fall hat er neue Säulen bekommen, Führungssäulen und wieder neue Buchsen. Wird er dann da oben in Position gebracht, wird dann in die Aufnahmebuchsen reingeführt. Und dann manuell über Mechanik, Ruckzucks, Ketten und mit Hilfe des Kranes weiter in diese Buchsen eingeführt, bis er dann komplett geführt ist. Jetzt ist er in der Position, die wir nennen, komplett ausgefahren. Das heißt, der Hydraulikzylinder wird jetzt dann irgendwann montiert, wird dann angeschlossen und dann kann man den Rest des Hakens über die Hydraulik bewegen und einfahren komplett. Mit Gewalt sollten Chris Schmidt und seine Kollegen es lieber nicht versuchen, sondern mit Köpfchen. Na, ich denke mal eher, das ist ein bisschen mehr Konzentration als körperliche Anstrengung. Dazu kommt da oben natürlich eine gewisse Temperatur. Aber das Fingerspitzengefühl dabei der ganzen Sache ist dann schon ausschlaggebend. Man muss natürlich gucken können, ein bisschen das Gefühl haben für die Waage. Das heißt, steht das Ding gerade, hängt das Ding gerade? Da sollte man schon ein gewisses Gefühl für haben. Martin Heine vertraut seinen Leuten. Ich denke mal, die drei haben so viel Erfahrung und haben das Ding schon so oft auseinander und zusammengebaut, dass sie das, sag ich mal, gut gemacht haben. Das passt alles, das Ding ist drin. Wenn der nicht gepasst hätte, dann hätten sie ihn gar nicht eingeführt bekommen. Von daher, alles gut. Nicht nur dieses Bauteil ist wieder da, wo es hingehört.
Wir liegen im Plan. Wir sind so weit, dass wir die aufgearbeiteten Komponenten wieder montieren in der Maschine, sodass sie dann für die weitere Instandhaltung über nächstes Wochenende umgesetzt werden kann. Philipp Hedenius arbeitet fest in der Bahnwerkstatt und repariert und wartet auch andere der mehr als 100 Bauzüge der Bahn. Der Büffel ist nur einmal im Jahr da. Ja, das ist schon, was Besonderes. Es gibt so Momente, da hat man so Gänsehautmomente, wenn man weiß, man hat die Maschine in Stand gesetzt, hat auch dran gearbeitet und sieht sie dann draußen, wie sie arbeitet und kann dort die Leistung abrufen, die sie dann auch fordert. Das ist dann schon irgendwo, ja, erfüllt einen dann auch so ein bisschen oder mit Glück, ja, oder so, dass man sich darauf freut, dass das so alles funktioniert. Bis es soweit ist, dauert es noch etwa 2 Wochen. Dann ist dieser Büffel wieder frei und wird zurück auf die Schiene gelassen. In stoischer Ruhe bewegt sich das Arbeitstier dann wieder durch das Land, um Schwellen, Schotter und Schienen zu verlegen, damit die Züge sicher und schnell an ihr Ziel kommen.